Gleich 13 Verträge laufen beim 1. FC Magdeburg im Sommer aus. Darunter auch die von Hochkarätern wie Tobias Schwede, Felix Schiller, Christopher Handke, Jan Glinke, Richard Weil und Dennis Erdmann. Schon im Januar will Manager Mario Kalnick, 43, Nägel mit Köpfen machen, die wichtigsten Personalien erledigt haben. Doch bei einem biss er noch auf Granit. Tobias Schwede, 23, vor 18 Monaten von Werder Bremen gekommen, will nur bleiben, wenn der Aufstieg in die 2. Liga perfekt ist. Schon im August wollte das Management mit dem schnellen und trickreichen Linksaußen vorfristig verlängern. Doch Berater Konstantin Lajoljus, KL Sports Basel, Düsseldorf, der auch Nationalspieler Karim Bellarabi, 27/ Leverkusen, betreut, blockte ab und legte alle Vertragsgespräche auf Eis, bis die sportliche Zukunft des FCM geklärt ist. Leihen oder verpflichten? Bei Dominik Schad, 20, von Zweitligist Kräuter Fürth hat der FCM 2 Optionen. Schmeißt Spielmacher Andreas Ludwig nach nur 6 Monaten beim 1. FC Magdeburg entnervt das Handtuch. Fakt ist, für Schwede, 6 Tore und 9 Vorlagen für den FCM, der sich in Magdeburg zum absoluten Stammspieler entwickelte, liegen höherklassige Angebote vor. Das weiß auch Kalnick. Er sagt, Tobias hat ein unglaubliches Potenzial. Und wenn er nicht öfter verletzt wäre, wäre er noch viel weiter. Trotz der Ansage von Lajoljus will er im Trainingscamp Manchester mit Schwede reden. Denn in den Zweitligaplanungen des FCM spielt er eine zentrale Rolle.